Hallo Facebook. Wer braucht dich in ihrem Raum? Hallo YouTube. Wir sind zurück zu Fallout 4 mit mir, Freddy Fuchur. Und ich habe im Tüftelturm noch was zu besprechen, wie in der letzten Folge, weil wir uns einen Teleporter bauen, um endlich unseren Sohn zu finden, den das Institut anscheinend hat. Zumindest hoffe ich das. Noch mehr Gesuche können wir uns nicht leisten. Hast du die Plattform schon fertig? Ja. Tick-Tack, Tick-Tack. Ich warte auf gute Neuigkeiten. Der Rest des Plans. Hab ich. Die Plattform ist bereit. Und ich habe die Details der Pläne ergänzt. Sehr gut. Jetzt können wir das Teil wirklich bauen. Die Technologie, die hinter dem Ganzen steckt, ist echt abgefahren. Die Bauteile sind zum Glück eher alltäglich. Aber es gibt drei Sachen, die ich mir nicht einfach aus unserem Unterschlupf holen kann. Wenn du die findest, kommen wir in die Höhle des Löwen. Okay. Okay, ja gut, danke, komm. Tom. Ich werde sie ausfindig machen. Da bin ich mir sicher. Wenn du das Zeug zusammen hast, treffen wir uns am Bauplatz. Jetzt werde ich dich töten. Nein. Werden wir nicht. So, die Pam will noch was von uns. Kommst du aus einem dieser Walls? Halt die Schnauze. Plünderer, hast du zu viele Zähne? Verarbeite. Zur Maximierung der definierten Ziele werden zusätzliche Vorräte benötigt. Sie müssen ein weiteres DIA-Versteck finden. Ja, du mich auch. Nicht schon wieder so Schnitzeljagd, wie er es gerade selbst gesagt hat. Ey, aus dem Weg, Piper. Mein lieber, lieber Schatz. So. Also, noch mal kurz in die Daten schauen. Und wir sollen optional Such in Telekommunikationsanlagen nach einem Sensormodul. Ja, dann schmeißen wir einfach Schneewittchen ins Feuer. Okay. Okay. Das war alles echt fies da, gell? Ja. Ah, komm, wir gehen hier zur Kirche. Weil da gab es ja so da noch ein paar Dinger, die ich mir mal anschauen wollte. Da sollte das doch passen. Ach, wir waren gelevelt, gell? Scheiße, das habe ich vergessen. Wenn noch lange hier bleiben, haben wir bald deutlich mehr Gliedmassen und weniger Haare. Ja, du, auf jeden Fall. Ich bin wie immer gut aussehend. So wie man mich kennt und liebt. Und wenn... Ah, warte mal, wir speichern kurz, sorry. Weil wenn ein Skorpion kommt, ich will die mal mit dem Messer schlachten, das Messer. Ich muss ja sagen, offline habe ich mal ein bisschen geschlachtet. Behalt den Stachel im Auge. Okay. Na gut, ich habe alles versucht. Ja. Machen wir es gerade nochmal so, tut mir leid. Der war halt ein bisschen über, was soll ich da machen? Da kann man auch nichts machen. Dann ich dachte so, so meine Damen und Herren, dann geht's weiter. Immer geradeaus eigentlich hier in die hey, Richtung. Da draußen ist was. Es gibt Ärger. Piper macht das. Wir hauen wie immer ab. Keinen Bock mit so einem leuchtenden Skorpion darum zu hantieren. Die so oder so ein bisschen zu hart für uns sind. Aber nur ein bisschen. Also bildet euch nichts drauf ein. Yeah, Skorpione. Yeah. Oh, guck mal da. Super. Nur das Vorkriegsgeld. Das brauchen wir nicht. Das Vorkriegsgeld. Yeah. So, wir kommen auf den Berg zu. Irgendwas ist da. Oh, oh. Oha. Shit. Das geht nur auf eine Art und Weise. Der Rest machen wir mit der Faust. So.
mittlerweile. Naja, gut. Muss man halt mal sagen. Was ist hier? Oh. Höhle entdeckt. Das so intelligent ist. Mit einer gepanzerten Rüstung in etwa. Ah, okay, aber da ist doch jemand. Oha. Cool. Das ist schon mal sehr geil. Achso. Hey, hey. Komm hier nicht durch. Scheiße, jetzt hängen wir. Hallo? Geht doch. Oh, oh, was war das? Was soll der wählen? Das normale. Hier kommen wir nicht rein. Doch. Ha! Gerettet, aber so ein Skorpion könnte da auch reinkommen. Sag ich doch. Oh. So, Drecks. Guck mich nicht so an und hör auf hier widerlich umzuspritzen. So, mehr Ausdauer. Jetzt können wir uns das Alamandium-Skelett bauen. Yeah! Um robuster zu werden gegen diese elendigen Rangers. Ups. Ich versuche hier mein Bestes. Zack, geht doch. Manchmal ist es komisch. Weg. Klebeband nehmen wir mit. Ich bin lieblich. Alles zu gekackt. Zu beschissen. Nix ist hier drin. Warum sollten wir dann hier rein? Wenn doch hier nichts drin ist. Sehr merkwürdig. Oh, hier. Da geht's rauf. Manchmal bin ich auch echt einfach nur dumm und blind. So. Das war's. Das war die ganze Aufregung. Hier? Auch nix. Ah, komm. Wir haben alles versucht. Wir haben alles versucht. Nichts hat geholfen. Aber auch gar nichts. Oh, oh. Ich will noch zu dem Bunker. Der anscheinend 10 Kilometer weit entfernt ist. Aber wenn wir hier schon mal sind, dann können wir auch noch mal ein bisschen, ja, Spaß haben. Er ist sehr weit weg, der Bunker. Und wir sind auch gleich da. Wo ist der Bunker? Da kann man auch eine wunderschöne Siedlung bauen. Wunderschön. Wir sind beim Bunker eigentlich. Da. Die amerikanische Flagge. Ja, da ist er. Das sieht so aus, als ist hier auch noch jemand. Wo ist denn das? Gibt es auch? Das sind Waffen. Ah. Ich dachte gerade, da ist irgendwas.
Sonst verkommt das alles ja nur. Ja, das ist wohl recht. Die Piper. Lass uns doch mal schnuppern. Und rein. Oh. Hilfe, Hilfe. Eine nehme ich noch. Feindliches Ziel identifiziert. Was für eine Verschwendung. Achtung, dies ist jetzt eine Gefechtszone. Es drohen Verletzungen bis hin zum Tod, wenn sie in diesem Gebiet bleiben. Dieser Fokuspanz natürlich leer. Hinweis ist juristisch vorgeschrieben. Mach dich kaputt. Legendärer. Wie kann der mutieren? Kann mir das mal jemand erklären? Ich frage mich, ob das bei anderen Journalisten auch zum Alltag gehört. Oha. Schnaps. Du Piper, ganz ehrlich. Ne. Psyche brauchen wir nicht. Wir sind ja ein. Hätte wahrscheinlich hier gelangt, die alle umzuprogrammieren. Was? Wieso kann ich das nicht, wenn ich... Ist ja auch neu. Lederrüstung. Na. Stahl. Ach, die Piper wieder. Die Piper wieder. Okay. Geh mal hier lang. So, da gibt's wieder bestimmt irgendwie. Ich will da nicht raus. Schön. Na, das geht noch. Bin drin. Na, geht doch. Ist doch alles wieder gemacht. Aua. Ah. Dateiformat unbekannt. Dachte ich, oh, halt. Und darf ich? Geht doch alles. So, nur wieder rein, damit wir schön geschützt sind vor der Strahlung. Und hops. So. Sieht doch gut aus. Die Werkbank. Klebeband. Gleisbolzen. Werden verkauft. Wir müssen wieder verkaufen. Stimmt's, Piper? Schatz. Halt nicht leiden kann. Ist halt gut so. Wir laufen jetzt zu unserem Punkt, wo wir hin sollen. Lass mich mal gerade auf die Karte schauen. Ja. Oh. Gucken wir mal. Oh. Oh, was hat denn hier kaputt? Ah, das ist ja gut. Wenn die zwei miteinander Freunde sind, können sie uns ja in Ruhe lassen. Das ist ja sehr gut. Die machen das klasse. Oha. Ja, wir gehen auf eine alte Stadt, so wie ich das so sehe. Ey! Noch so einer. Okay, was haben wir denn da?
Eigentlich nichts Besonderes, gell? Ach, wisst ihr was? Ich weiß, aber... Ist der Bär auch tot? Ja. Problem gelöst. 2-1. So. Das war das Yunkai. Oh, gibt das nur alles hier. Oh. Boah! Ja, geil. Endlich haben wir den Helm. So, jetzt gehen wir mit Rüstung in Rüstung. Piper, nimmst du den bitte? Scheiße. Mal Transfer, das geht doch, genau. Komm schon, Blue. Ich nehme dir was ab, bevor du noch zusammenbrichst. Ach Gott, so viel Scheiße wieder dabei. So. Ja, wir machen das. Ablegen. Ich will den anlegen. Ja, sehr gut. Das ist natürlich noch besser. So. Nochmal Transfer. Mal den T60-Helm. So. Wir haben das rechte Bein. Das kriegt der. Dafür können wir den hier nämlich... Und den hier kriegt er noch. So. Jetzt bin ich gerade verwirrt, aber gewaltig. Hab ich jetzt keinen? So. So, jetzt sieht's doch gut aus. Okay. Gut, lassen wir uns erstmal. Yeah, jetzt sind wir voll bestückt endlich mit einer kompletten TX-Rüstung und einem ziemlich neuwertigeren. Jetzt will ich gerade nochmal auf die Karte schauen. Wie ist es denn? Oh, ich bin so ein Idiot. Ich bin voll dran vorbeigelaufen. Ey, warum sagt mir das denn keiner? Freddy, haben wir die ganze Zeit gesagt, aber du bist ja so blöd dumm. Ja, ich laufe jetzt nur dem. Lass mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Oder du weißt schon, etwas Korrektur lesen soll. So. So. Das ist eine ganz schlechte Idee. Aber. Ah, okay. Piper, warum kannst du eigentlich nicht den Anzug anziehen? Kann mir das ihr nicht sagen, dass er das machen soll? Gegen mir bestimmt. Piper, zieh die Rüstung an. Na okay, waren nur ein Räder hinten. So. Schon.
Da sucht man sich hier echt die Zippel ab. Dann steht sie da einfach rum. Dann steht sie da einfach rum. Zack. So. Wo sind sie hin? Ach, sie doch in Ruhe. Haha. So. Dich bringen wir zu Sanctuary. Ach. Da wäre ich jetzt hingerannt, oder was? Bau die Konsole. Oh, lass uns gerade mal nach Sanctuary aber trotzdem gehen. Das war so dumm. Da kann ich natürlich die Konsole bauen. Was wir auch machen werden. Aber... Ich habe noch nie jemanden verloren. Dieses Versagen ist mir neu. So. Es ist immer faszinierend, Ihnen beim Bauen zuzusehen. Es scheint alles nach Plan zu verlaufen, Sir. Ja, ja. Ja, ja. Lass mich doch mal hier raus. Meine Datenbanken füllen sich mit zahllosen Informationen über das Commonwealth. Ja, schön für dich. So. Das ist der Schrott. So, jetzt lasst mich nochmal gerade ins Inventar. Kleidung, doch, Kleidung war richtig. So, und die hier legen wir jetzt an. Und hier können wir dann Piper geben. Die Runner-Uniform. Ich guck gerade nur, was hier so alles drin ist. Das sind alles. Da, Silberschrottrüstung. Doch, hier habe ich das drin. Okay, das wollte ich wissen. Gib mir mal Kleidung. Die hier rein, das hier, das hier, das hier. So, und das kriegt die. Piper. Piper, da. Hey. Sag einfach Bescheid. Klar, schau's dir an. Ach so. Naja, gut, komm. Scheiß drauf. So. Tja, dann ab auf die Karte. Mal hier zur. Bunker wäre dumm. Hier hin. Bunker wäre einfach nur saudumm. Saudumm, ey. Das lassen wir lieber mal. Ich will meine Rüstung. Oh, geil. Erstmal will ich meine Rüstung wieder. Der Rest ist mir egal. So, da steht's. Ich hatte gerade Angst, deswegen war ich so still. Ja, ich bin die ganze Zeit still, ist ja gut. Ich hatte gerade Angst, sie wären immer da. Wir jetzt sogar noch ein bisschen aufgewertet haben. Schönes Ding, schönes Ding. So. So, dann lasst uns nochmal in die Wüste gehen. Zu dieser verlassenen Hütte. Komm. Die paar Meter sparen wir uns. Ach, das war eigentlich blöd. Wegen der Abwehr, meine ich. Aber es sieht gut aus. So. Und Piper ist schon irgendwo. Kämpft sich durch wahrscheinlich. So wie wir sie kennen und lieben.
Wo ist Piper? Sie ist doch wunderschön. Okay. Sah nach dem Schiff aus. So, und da ist irgendwas in der Ferne. Irgendwas leuchtet da grün. Mutierte Kackratz. Lassen wir es. Solange sie nichts von uns wollen, ist alles gut. Lalala. Das sieht gut aus. Ah. Weg. Einfach so. Komm schon. Ich sollte das lieber so machen. Immer in einem Stück. Es gibt noch eins. Greif einfach zu. Ja. Weil es Geld ist. Pupsel. Na, das war's dann wohl. So. Da. Die Piper. Oha. Das können ja nur Kinder des Atoms sein. Weißt du, was dieser Ort zur Anlage brauchen könnte? Deckungsmöglichkeiten. Oh, oh, oh. Wir sind gespannt, was da unten auf uns lauert. Hoffentlich nichts so Schlimmes. Huch. Und da ist sie weg. Hier spricht Regierungsmitarbeiter Nummer 0119. Seit wann ist das denn so? Hier spricht Busensky. Die Sirenen, Sie kamen so schnell. Dann der Alarm. Die einzigen, die wir retten konnten, hatten gerade Dienst. Stevens war nach draußen gegangen, um etwas aus seinem Auto zu holen. Stevens. Er ist tot. Wir mussten die Tür schließen, bevor er sich auch nur umdrehen konnte. Das verlangt das Protokoll. Ich konnte ihn schreien hören. Das war vor Tagen. Uns geht schon das Essen aus. Der Ort hier war nicht so gut ausgestattet, wie sie behauptet haben. Verdammte Budgetkürzungen. Wenn jemand das hier hört, mein Name ist Jeff Busensky. Meine Sensoren weisen auf eine versteckte organische Lebensform hin. Dass ich sie liebe. Adieu. Die Empfindlichkeit. Sensor meldet feindliche Präsenz. Tja, da sind sie. Hast du das gehört? Warst du das? Berechne effektivsten Angriff. Sollen sie nur machen? Entschuldigt. Aber das wird jetzt gespeichert. Da ist wer. Sieht nicht freundlich aus. Oh, jetzt bin ich wütend. Ganz böser Fehler. Ah, fuck! Okay. War das alles? Ah, fuck. Die lenkt die ab. Und ich schnapp sie mir mit meiner bösesten Waffe, die ich jetzt mittlerweile habe. Ich werde, wenn möglich, den verursachten Schmerz minimieren. Die Motherfucker die. Bist du noch immer da? Ist sie das? Hallo. Hallo, ich bin es, dein Freund. Und ich wollte... Verabschiede dich von der Welt. ...dich vernichten. Statistisch gesehen ist es unwahrscheinlich, dass sie überleben. Ich
So, ich schaue mir noch alles an. Terminiere mit äußerster Entschiedenheit. In deinen Schuhen möchte ich nicht stecken. Sind Anführer. Das Opfer von Gewalt. Ach komm, nehmen wir einfach alles ab. So, was waren die Synths hier? Ich dachte, die Aufzüge in Diamond City wären modern. Hm, da hast du wohl recht. Aber sonst? Nichts? Nichts? Was sehe ich denn da? Ja, den nehmen wir mal. Gerade wird's verrückt, gell? Da ist schon die nächste. Piper, geh doch rein. Ist ja geil, wenn man das machen könnte. So. In die Powerstation haue ich jetzt einfach mal Schrott rein. So. Ja, das können wir mal wieder gebrauchen. Die benutze ich nie. Die schmeiße ich mal fort. Das lass. Nee, das habe ich. Nee, das ist okay. Das fühlt sich doch besser an. Oh, das gibt's doch nicht. Noch so was Geiles, ey. Scheiße. Naja, hilft nichts. Also, wir wissen, wo sie ist. Okay, der ist am Arsch. So, wir kommen ja direkt hin. Dann würde ich sagen, Leute, nehmt's mir nicht böse, ich werde was offline machen. Nämlich die Rüstung gerade zu Sanctuary bringen. Und dann starten wir in Sanctuary in der nächsten Folge und dann werdet ihr das Ergebnis sehen. Ich werde sonst nichts machen. Alles klar. Dann würde ich sagen, das war's für die Folge. Wir sind nun auf dem Weg ins Institut, beziehungsweise den Transporter zu bauen, um ins Institut zu kommen, haben da netterweise eine X01-Rüstung gefunden und zum Schluss noch eine weitere, die ich jetzt natürlich noch alles zu Sanctuary bringe und dann machen wir weiter. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin macht's gut und ciao.